Ja, das sieht doch gut aus. Zack. Ich mache mir wieder Licht an. Also, ich trinke noch mal eben was. So, da sind wir wieder. Zurück in Silent Hill. Ich hatte heute einen sehr schönen Tagesausflug und fühle mich jetzt eine Mischung aus angenehm erholt und auch müde. Und dann dachte ich mir so, aber ist nichts besser als einen Höllentrip zu starten. Nee, ich fühle mich jetzt auf jeden Fall so ein bisschen bereiter fürs Spiel. Aus irgendeinem Grund, fragt mich nicht warum, ich habe keine Ahnung. Die Gamepad-Steuerung ist jetzt nice geworden. Aber ich weiß nicht wieso. Also ich habe einfach das Spiel angeschaltet gerade und da habe ich ein bisschen rumexperimentiert und jetzt kann ich alle Tasten, also auch hier die Schultertasten, die gestern noch nicht gingen, die gehen jetzt und ich konnte jetzt gerade meine ganze Tastenbelegung frei wieder neu belegen. Das heißt, ich muss mich da jetzt erstmal wieder dran gewöhnen. Das heißt, ich fühle mich gerade wieder so ein bisschen unvorbereitet. Aber ja, es klappt jetzt einfach. Ich weiß ehrlich gesagt, ich habe eigentlich nichts geändert, aber naja. Ich hatte nur ein Nvidia-Grafikkarten-Update, aber es kann damit eigentlich nichts zu tun haben. Aber mir ist es gleich. Also wenn es besser funktioniert, dann funktioniert es halt besser. Das ist doch geil. Und jetzt kann ich hier auch die Tasten ein bisschen besser belegen. Ich hatte vorher immer die Aktionstaste und die Laufentaste auf derselben Taste. Das heißt, immer wenn ich gerannt bin und vor etwas stand und schnell wegrennen wollte, habe ich aus Versehen immer die Sachen ausgewählt. Also immer so, keine Ahnung, so hier so Bücher oder Türen oder so. Das war beim Wegrennen ein bisschen blöd. Jetzt konnte ich das alles ein bisschen besser markieren. Jetzt habe ich die Map-Taste auch tatsächlich wieder auf dem Gamepad und sowas. Also, das wird jetzt viel angenehmer für mich jedenfalls. Aber ich muss mich jetzt erstmal wieder dran gewöhnen. So, wo waren wir denn? Da sehen wir es ja schon. Also, wenn wir aus dem Safe Room rausgehen, dann geradeaus und links. Da in dem Flur waren wir scheinbar noch gar nicht drin. Ich würde sagen, das machen wir jetzt. So. Wie gesagt, ich fühle mich wieder ein bisschen unvorbereitet, aber was soll's. Jetzt drücke ich schon wieder die falschen Tasten. Aber das habe ich schnell wieder raus. Fuck! Alter Schwede, dieser Sound! Ich muss das mal ein bisschen leiser machen. Wenn ich das Licht ausmache und langsam vorbeigehe, bemerken die mich dann. Scheinbar. Ja, scheinbar ist das eine Möglichkeit, an ihm vorbeizukommen. Alter, es kann doch nicht sein, dass hier jede blöde Tür klemmt. Ernsthaft? Dieser ganze Flur ist sinnlos. Krass. Aber das Geile ist, dann sieht man jetzt direkt. Boah, ich schrei da so gegen an. Das Geile ist, dass man jetzt direkt sieht. Also, dass wir jetzt direkt uns diese ganze Flur sparen und wieder abhauen können. Das ist ja ganz cool eigentlich. Aber auch blöd, eigentlich, dass es so ist. Ganz unten die Frauentoilette, da war ich noch nicht. Wenn wir jetzt zurückgehen und dann unten links. Und wenn da nichts ist, dann gehen wir einfach wieder nach oben raus. Okay. So, ich gehe jetzt einfach langsam weiter und lasse mich davon gar nicht beeindrucken. Haben wir jetzt hier alles, ne? Ich gehe mal kurz daran vorbei, sonst kann ich es nicht sehen. Das war die richtige Tür. Ja.
Dann speichere ich das nochmal eben. Einfach nur aus Prinzip, damit ich beim nächsten Mal schon mal sagen kann, abgehakter Waren war, sonst merke ich mir das nicht. Yes. Ich schau mal kurz was, ich habe eine Nachricht bekommen. Muss auch kurz jemandem was antworten. So. Ich beantworte die Fragen jetzt extra auf dem Telefon nebenbei, weil ich ja den Desktop hier frei aufnehme und jetzt hier nicht unbedingt möchte, dass ihr den Chat seht, was nicht schlimm ist, weil ich eigentlich einen zweiten Bildschirm hier neben habe. Problem ist aber, die Maus und die Tastatursteuerung und die Sachen sind an das Game gekoppelt. Wenn ich einmal die Maus bewege, dann switcht, dann passt sich die Steuerung von dem Game an die Maus- und Tastatursteuerung an. Und deswegen geht das nicht. Deswegen kann ich immer nur raustabben, wenn ich jetzt pausiere und jetzt die Maus benutze. Das geht eigentlich. Oder? Geht das? Ja, also ich glaube, solange ich nicht ins Spiel klicke. Ach cool, dann kann ich das eigentlich auch hier machen. Da brauche ich das blöde Telefon nicht. Kann es eh nicht leiden. Ihr kriegt das ja mit, ich kriege gerade nur Nachrichten, ich möchte mal gut. Ja, genau. Jetzt würde mir nur viel Spaß beim Streamen gewünscht von jemandem. Schreibe ich mal eben zurück. Jange und ein Smeli. So. Und jetzt machen wir hier weiter und dann hat das keinen Einfluss auf das Game, ne? Yes, sehr gut. Weil sonst, wenn ich die Maus benutze, dann bleibt das die ganze Zeit in diesem Kameramodus. Das hier ist ja dieser Modus, wo die Kamera immer ihre Bewegung so trackt. Was manchmal, also zwischendurch ja ganz cool ist, aber ich möchte diese festen Kameraperspektiven hier, wo das Spiel sich selbst entscheidet, auch haben, weil die manchmal besser sind. Ich möchte switchen können, und das geht nicht, wenn ich die verwende. So. Ist kurz wieder ganz ruhig. Es kann nichts Schlimmes passieren. So. Ich gehe jetzt raus, links, und dann bin ich da in dem Flur wieder. Das ist manchmal ein bisschen komisch eingezeichnet, diese Zwischenflure. Und in den oberen Etagen, genau, das habe ich mir noch gemerkt, dass wir in dieser Otherworld-Version der Shopping Mall noch nicht oben waren. Ich habe aber so keinen Bock, jetzt durch dieses ganze dreistöckige Mall zu rennen und sowas. Ich hatte irgendwie gehofft, dass wir hier rauskommen erstmal. Was immer am meisten Spaß macht, ist halt natürlich den Ort außerhalb zu erkunden. Wenn man in so Gebäuden ist, ist immer das Schlimmste. Hier habe ich auch schon alles, ne? Ja. Ich gehe einfach leise an denen vorbei. Ah, fuck! Bemerken die mich trotzdem oder laufen die sowieso einfach nur hier rum hoch? Okay, wo bin ich jetzt? Okay, diese beobachtende Perspektive wundert mich. Ich kann aber nicht nach oben gucken. Ja, es wäre da irgendwas. Ja, ich drücke immer auf die falsche Taste. Vielleicht sollte ich einfach. Ja, Augenblick. Ich glaube, ich habe mich da immer noch so. Ich glaube, meine Finger haben sich noch an die Steuerung von Silent Hill 2 oder 3 gewöhnt.
Und ich kann mich da zwar nicht mehr bewusst genau daran erinnern, was da der Unterschied war, aber ich glaube, jetzt habe ich es. Ich glaube, dass ich unten auf X kämpfen und Sachen auswählen so hatte und auf Kreis war die Map, ne? Ja. Weil das fühlt sich jetzt wieder intuitiv an. Ich habe gerade, bevor ich den Stream geschaltet habe, habe ich gerade richtig lange nur daran hantiert, diese Steuerung besser hinzukriegen, dass sie sich intuitiv anfühlt. Und die waren noch so Kleinigkeiten, so, aber langsam funzt's wieder. Jetzt habe ich mir natürlich. Ah! Können ja eh nicht durch. Aber das ist ja interessant. Seht ihr das? Das ist quasi die Wand da, ist quasi eine doppelte Wand. Dahinter ist eigentlich der Ausgang. Das ist ja interessant. Diese beobachtende. Ah! Perspektive. Ladders hang halfway down from the ceiling. Was? Even if I stand on a table and stretch my hands out, I can't reach it. If only I had something long to snag it. Hier. Coathanger. Geil. Ich weiß nicht, irgendwie haben die Rätsel und diese kleinen Umgebungssachen hier haben jetzt irgendwie einen geileren Flow als in den Vorgängern. Da waren die ja manchmal schon so ein bisschen unnötig kryptisch. Ja? Hep! Komm. Komm, Süße, du schaffst es. Yes! Hammer. Jetzt ist nur die Frage, ob wir da auch direkt schon weitergehen sollten. Kumpel gerade noch. So. Das ist jetzt die Frage. So, erstmal wieder Gedanken sammeln, wenn ich kurz raus bin. Weil überall ist es schöner als in Silent Hill. Ach, das sind, wenn ich da hin zurückgehe? Nö. Weißt du was? Drauf geschissen, wir klettern einfach hier hoch. Mal sehen, wo es hinführt. Huch! Ich weiß nicht, die Übergänge so plötzlich. Warte, wie habe ich das so? U-Turn. Why should something like this be here? This isn't a hospital. Ja. Da stimme ich dir zu. Das sollte hier nicht sein. Ja. Ich gucke, ob ich erstmal in die Richtung kann. Kann ich da lang? Auch nicht da so am Rand, ne. Okay, alles klar. Huch. Ach, das ist eine Rolltreppe nach unten, okay. Ah, das Rauschen von dem Fernseher da, aber nicht von meinem Radio. Wieso Daddy? Ah! Nein, dreh ich um, dreh ich um, dreh ich um! Jetzt habe ich hier die falschen Tasten gedrückt. Okay, da gehen wir noch mal. Aha, da können wir schon mal wieder speichern. Ja, ich glaube, ich speichere erstmal und dann gehe ich weiter. Falls ich jetzt hier Ressourcen verschwende oder so. So, das ist ein neuer Room, ne? Second Floor Walkway. Alles klar.
Es ging die Wehren, die Viecher. Ja, komm, hauen wir die weg. Ah, falsche Taste. So. Kommt niemals gegen mich an. Ich mache die Button-Mashing-Taktik. Ich bin Meister im Button-Mash-Maga. Da, ich trete ja deinen Kumpel kaputt, du Arsch. Ja, die sind nicht wie die Babys in Teil 1, dass die einen so umkreisen und sowas. Ah, scheiße. Ja, von denen habe ich noch genug. 5 First Aid Rings. Aua! Darf quasi gar nicht aufhören, drauf zu hauen. So, ich dreh dich weg. Schade, dass es nicht nur Eintritt ist wie in den anderen, wie in den Vorgängern. So, haben wir jetzt alle. Ja. Ich meine, eine bessere Taktik, um in so einem engen Raum in Ruhe zu etwas zu erkunden, gibt es leider nicht. A Bunch of Dismembered Mannequins, genau. Das ist nämlich nur seine genommene Gliedmaßen von Puppen. Nicht von Menschen zum Glück. Handgun Bullets, Health Drink. Ach guck mal, da wird man sogar noch für belohnt. Das heißt, ich hätte die auch abballern können. Tja. Das wusste ich jetzt nicht. Ich mache mir mal Sorgen, weil ich immer nicht weiß, ob die Verbindung hier von dem Twitch-Stream, von dem Chat und so, ob das funktioniert, weil ich es bisher noch nicht einmal ausprobieren konnte. Mache ich mir immer Sorgen, dass ich nicht mitbekomme, wenn ihr mir was schreibt und sowas, weil, aber es liegt jetzt einfach nur daran, dass wahrscheinlich einfach keiner schreibt seit Tagen. Unlocked, aha. Ich kann einen kurzen Test machen, und zwar, indem ich mir selber testmäßig in den Chat schreibe, Boom, Test. Es ploppt doch auf und jetzt gucke ich einfach mal kurz im Netz in meinen Stream rein. Einfach nur, um sicher zu gehen. Ne? Ich möchte jetzt niemandem Unrecht tun, der die ganze Zeit irgendwie schreibt und sagt, wieso antwortet keiner? Ne, ist alles verbunden. Super, dann klappt das. Weiß ich Bescheid. Muss ich mir keine Sorgen mehr machen. So. Okay, ich habe jetzt erstmal das Licht ausgemacht. Ich versuche mal, die möglichst nicht so anzulocken. Aha. Da läuft auf jeden Fall was durch die Gegend. Ich weiß nicht was. Lots of stuff is posted on the wall here. Uh-huh. Die Frage ist, soll ich lieber schon mal zu der Handgun wechseln? In den Vorgängern hatte ich wenigstens immer dieses Metall, so ein Bleirohr oder irgendwie sowas oder was weiß ich, oder ein Stück Holz. Und das war lang genug, dass man die Gegner im Nahkampf von sich fernhalten konnte und konnte man die in Ruhe wegbashen. Dieses kleine Messerchen, was sie hat, ist da leider ein bisschen scheiße. Kriege ich immer irgendwie noch Schaden ab. Deswegen gehe ich bei ihr jetzt mal lieber auf die Knarre. Weil Muni habe ich ja noch genug, ne? 40 Schuss, 10 im Lauf. 10 im Magazin. Wir müssen einfach nur ein bisschen mitzählen, dass wir nicht mehr als 2 Magazine verbrauchen. Wenn wir so beim zweiten sind, dann sollten wir wieder switchen. Ich versuch's mal so. Dann bin ich wieder hier, ne? Ja. Aber daneben war jetzt noch eine Tür, ne? Ja. Das klingt komisch, als wäre es rechts von mir, aber hier ist gar kein Platz. Ah, fucking hell. Das ist so ein Ding, ja, dann renne ich weiter. Die sind so nämlich nicht so schnell. Okay, da brauche ich einen Schlüssel. Scheiße.
zum Glück sehr behäbig. Geil. Was war das hier? Ein Juwelierfeuer? I got a walnut. Eine Walnuss liegt hier oben. Alles klar. Ich finde die Beschreibung schön. This is where the walnut used to be. There was a nice silver ring in here the last time I came. Bummer, but it's gone, huh? The glass is broken in the showcase and it's totally empty. Huch. That's too bad. So hätte sie es gern gehabt, den Schmuck. Ah! Jetzt bin ich einfach auf der anderen Seite. Dann überspeichern wir das doch eben. Okay. Ah, da habe ich zwei Türen, drei Türen übersehen. Vier Türen. Vier Türen in Aufzug habe ich übersehen. Gehe ich nochmal da rein. Die eine Tür war ja verschlossen. Da brauchen wir einen Schlüssel für. Hä, aber bei der Tür war ich doch. Der hat es einfach nicht markiert. Die habe ich ja angeschaut. Also die eine Tür jedenfalls. Ist auch broken. So, so ist die nächste. Ah. Ist locked. Fick dich. So. Ach, da ist diese Tür, die habe ich... Sicher? Ich dachte, die hätte ihn angerannt, da wo das Vieh jetzt ist, ne? Scheiße. So, ich laufe mal um dich rum, du lahme Sau. Und es geht nicht rein. Sehr gut, tschüss. Ja, für die verschwende ich keine Muni, für die Viecher. So, das war alles da, ne? Alles klar. Der grüne Pfeil, der anzeigt, wo wir sind, ist ein bisschen sehr, sehr groß. So, ich speichere nochmal kurz darüber. Dann haben wir das. Ist immer so groß, dass er manchmal so verdeckt, ob ich bei der Tür, vor der ich stehe, ob ich die schon ausprobiert habe. Das finde ich ein bisschen blöd. Aber sonst ist es eigentlich ganz cool. Dass man überhaupt so eine hilfreiche Map hat. Die hätten sie auch einfach machen können, dass man diese Map hat von der Mall. Und wenn man die benutzen möchte, dann... Okay, das ist ein Abgrund. Hier geht es sowieso nicht weiter. Okay. Into the Void. Dass wenn man die Map benutzt, hätten sie auch, hätte auch sein können, dass sie es einfach lassen, dass man... hier auch. Ja, sieht so aus. Sehr gut, dann kann ich mir das auch sparen. Dann gibt es keine untere Etage. Geil. Ja, also ich würde sagen, dass sie das schon cool genug ist, dass man überhaupt die Map markieren kann. Ja, geil, dann haben wir hier auch alles. Weg hier. Ich versuche mal wieder meine Kein-Licht-Taktik. Ah, scheiße. Hey, es klappt. Just a normal wine glass. There's no much reason to carry this. Ich habe nie gesagt, dass du es nehmen sollst. What's this? Barbecue dog? Who the hell would make something like this? Sagt ein Mädchen aus einem japanischen Game. Furthermore, who the hell would eat it? There's something in the dog's stomach. I got a cooked key. Einen gekochten Schlüssel. There's nothing else. Aber wenn who the hell is sick enough to do something like this?
Wer ist? And even that, I'd really just rather not know. Ja. Das wird wahrscheinlich der Schlüssel sein, den wir für die eine Tür brauchen, die verschlossen war. Das hat zwar so keinen wirklichen Zusammenhang, wie immer in diesen Games, aber das ist höchstwahrscheinlich die Lösung. Health Drink, was ist das? First Aid Kit, geil. Ich darf nicht immer so hektisch sein, sonst verpasse ich manchmal, was für Texte. Ja, hatte ich mir gedacht, dass hier nicht weitergeht. Sonst verpasse ich manchmal, was in den Texten steht, weil die sind eigentlich manchmal ganz cool. Hier ist nichts mehr, ne? Ja. So, wir probieren nochmal die Türen jetzt rechts von uns alles aus. Und wenn wir dann eh nicht weiter können, wovon ich stark ausgehe, muss ich ehrlich sagen, gehen wir runter und öffnen die eine Tür und gut ist. Und go. It's locked. The doors of red crescents are written here. It's the same. Ah, nein, 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 ich kann es nicht lesen. Ah! Fuck. Scheißen Dreck. Ah! Mist, die sind jetzt genau im Weg. Ich muss mich da wahrscheinlich tatsächlich durchballern. Oder ich renne einfach. Scheiße, jetzt konnte ich nicht lesen, was da steht. Ist bestimmt irgendwie wichtig. Weil das Vieh mich nicht lässt. Ja, ich versuche jetzt mal head first durch den Flur da zu rennen, obwohl da ein Hund ist scheinbar. Und das Vieh dann von hinten kommt, aber bisher konnten wir mal recht gut um die rum, also. Probieren wir es aus. Und go! Aua! Ah! Geil! Das ist die Toilette, in der ich in der normalen Welt war, aber diesmal kann ich nicht durchs Fenster raus. Und da ist auch scheinbar nichts auf der Toilette. Ist einfach gar nichts. Schaut sie irgendwas an? Ist einfach nur so ein kurzer Safe Haven, damit man sich mal kurz ausruhen kann, nachdem man da durchrennt. Durch einen Flur, der sinnlos ist. Das ist einfach nur, damit man sich da durchquält. Weil da nichts ist. Ich kann jetzt einfach wieder zurückrennen. Dann kann ich unten die Tür aufmachen. Ich wünsche nur, ich könnte diesen Text da lesen an der Tür. Das ist jetzt scheiße. Okay, fuck it und go. Haha, Motherfucker, ciao. So, ich versuche jetzt nochmal die leise mit der Taschenlampe-Taktik. Ja, der verfolgt mich trotzdem. Scheißen Dreck. So, egal. Wichtig ist nur, ich kann durch diese Tür noch nicht durch. Boah, dieses Rauschen von dem Fernseher, das macht einen wahnsinnig. Man denkt immer, dass Feinde kommen wegen dem Radio. Da war die Tür. Also wenn ich jetzt hier durchgehe, geradeaus, rechts, links. Durchgehe, geradeaus, rechts, links. Hier, wo die Viecher waren. Dieser Sound. So, jetzt. Nein, falsche Taste. Yes! Das ist really nothing important, genau.
Half-Drink, Half-Drink. Ist immer cool, wenn man mehrere kriegt. Also, das ist selten nur ein einzelnes. Oh, Steelpipe! Yes! There's warm steam coming out of a pipe, but there's nothing else interesting going on here. Yes! Jetzt haben wir endlich eine nice Nahkampfwaffe. Messerstechereien sind zwar auch nicht schlecht, aber gegen so Viecher. There's a menu on the wall. It looks like this was once a cafe. Alles nicht wichtig zu sein. Ist auch eine Hundeleiche in der Ecke. Ist ganz schön viele tote Hunde. Aber die Ironie ist schon witzig, oder? Dass das ein japanisches Game ist und dann ist das halt so. Oh, wer ist so krank und will einen Hund essen? Ich meine nicht, dass ich das glaube. Ich meine im Sinne von, ich finde es einfach nur witzig. Weil man da ja so klischeehaft immer dran denken muss. Ah, jetzt sind wir wieder an dieser Stelle, wo alles in dieser Art, ich weiß nicht, Rondell oder so. Okay, das hier war die Bäckerei, ne? Wo sie die Donuts nicht mitnehmen wollte. Glaube ich jedenfalls. Detergent. Was ist Detergent? Und das da kann ich nicht nehmen. Okay. Das möchte ich mal kurz nachschauen. Das könnte nämlich wichtig sein zu wissen. Übersetzer, Google, da. Und dann Detergent. Waschmittel einfach. Ah, okay. Alles klar. Das Wort war mir nicht bekannt. Was? Locksblocken. So. Ich konnte die Tür mir gerade gar nicht richtig. I don't know what kind of switch it is, but it's on. Turn the switch off. Ich meine, wofür ist der Switch sonst da, ne? Aha. Ist wie so Motten. Ich guck dann erstmal in die andere Richtung. War klar. Empty. Ja, kann ich da durch? Ah, okay. I'm not going any further. It's creepy and dangerous to boot. There's got to be a way. I can't very well stab them one by one. Some insecticide would do the trick. Ja, so ein Pestizid oder sowas, ne? Was habe ich hier nochmal als Items da? Bleach. Ah, Moment, ich kann mir das noch weiter angucken, ne? It was next to a bakery sink. It's not for dishes, though. It's for the bathroom. The bottle says danger, do not mix. Ha, mix with chlorine bleach and it'll produce poisonous chlorine gas. Ah, geil. Das ist ja Hammer. Das ist genau das, was ich brauche. Cool, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Und das macht sie in dem leeren Eimer. Ah, clever. Pass auf, Süße. Jetzt erstmal die Augenbrauen ver... Jesus. Sehr gut, und jetzt habe ich ja den Ventilator ausgemacht. Das heißt, das verbreitet sich jetzt da und jetzt machen wir das wieder an. Ah, oh, yeah, das ist clever. Hat's geklappt? Das hat geklappt, ne? Ah, oh, das ist okay, boah. Die Umgebungsrätsel und generell die Rätsel, das macht ja, ist ja viel besser als in den Vorgängern. Alter. Ist ja nicht nur einen besseren, sinnvolleren Flow, dass man auch wirklich mal vorankommt. Ist also ist nicht so zu kryptisch. Sondern das ist ja auch richtig clever. Das sind ja richtig coole Sachen. Ich hoffe, die verkacken das später nicht. Ja, ihr mit euren komischen Horror-Klischee-Geräuschen, da ihr könnt mich am Arsch.
Ich weiß nicht, was gestern bei mir war. Ich glaube, es war einfach sehr spät und ich habe lange nicht mehr so ein Spiel gezockt und keine Ahnung. Gewesen nicht. Aber gestern hatte ich wirklich richtig mördermäßig Schiss vor dem Game. Es war mir irgendwann wirklich zu viel. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's mir wieder besser. Ich meine, ich habe auch privat ein paar Sachen. Also nichts Schlimmes, aber so ein paar Sachen, die ich jetzt momentan immer so on my mind habe. Wodurch ich momentan so generell ein bisschen emotional bin. Und ich glaube, es hat es einfach verstärkt, dass ich gerade momentan sowieso mich immer so ein bisschen vulnerable, so ein bisschen verletzlich fühle, muss ich sagen. Dass so Psychoterror vielleicht dann doch nicht immer das Beste, obwohl ich ein großer Fan von sowas bin, wie die meisten wissen. Und mich da immer sehr gerne auch mit Dingen beschäftige, wo andere Leute oft sagen, so, huch, aber es macht doch keinen Spaß, sich mit so düsteren Sachen zu beschäftigen, weil es doch voll anstrengend und ich finde das meistens immer sehr spaßig. Und tschüss. So. Mal erstmal die Gefahr einschätzen. Ja, die nächsten Türen gucken wir dann gleich. Okay, dann gehen wir da rein. Ah, nein. Gegen die Viecher will ich die Muni nicht verschwenden, weil die so riesig sind. Und ich, wie gesagt, man kann einfach so gut um die rumrennen. Bam! Okay, da ist wieder dieses Vieh, was in dem Albtraum am Anfang war. Ich weiß nicht, ob die mich schon gesehen haben. Ah, doch, die wissen, dass ich da bin. Ich renne einfach mal weiter. So. Aha. Was ist das da oben? Sah kurz aus wie so eine abgesägte Schrotflinte, aber leider ist es keine. In the middle of a platform is some kind of vice. Some kind of was? There's a sort of vice here. Okay. Willst du das nehmen? Okay, wahrscheinlich muss ich damit irgendwas kombinieren, nehme ich mal an, ne? There's a good sized walnut from the jewels showcase. Something is rattling around inside, but I can't open it with my bare hands. Deswegen ist es immer wichtig, die Sachen zu untersuchen. Herrlich. Herrlich. Die Perspektive. Ich bin ja sehr hingefläzt hier. Bisschen tiefer vielleicht, so. Ja. It won't play normal stations. This is broke. It's radio. Ja, ich habe jetzt nichts, um die Walnuss aufzumachen. Oder kann ich die mit der Kette kombinieren, wo was drin ist? Nee. Hätte jetzt auch keinen Sinn gemacht. Ah, gute Idee. Schon mal reloaden. Mit dem Kram kann ich ja eh nichts machen. Also mit dem Beef Jerky muss ich mal ausprobieren. Also ob ich das nach den Hunden schmeißen kann, die abzulenken scheinbar. Aber bisher kamen wir eigentlich immer ganz gut mit denen klar. Das war jetzt nicht so notwendig. Okay, also hier muss man auf jeden Fall irgendwas mit kombinieren. It's broken. Ist überall Blut und Stuff, das interessiert sie aber scheinbar nicht so sehr. This pattern looks like it could have been drawn in blood. I bet it's some sort of cursed symbol. No wonder my head hurts and I feel so awful when I look at it. Sports Shop. Guck, manchmal würde man nicht mal erkennen, was das mal für ein Ort gewesen sein soll. Ich hätte es nicht gedacht, dass das hier ein Sports Shop sein soll. The stain of the restraint is shaped like a human. I don't want to even think about what this platform was used for. Human sacrifices. We have shackles here. They look pretty broken in. Gross.
Ja, es sind ja so Folterinstrumente. Ein Kumpel von mir hat mir letztens erzählt, dass er richtige Angst vor echten, also dass er Gewalt, so Fake-Filmgewalt und Videospielgewalt, das stört ihn nicht so sehr. Aber was ihn stört, ist, well, this is trash, no, it's meant different somehow. Like blood or rotting meat, so this might be. Ja, sieht aus wie Leichen. Auf jeden Fall meinte er, was ihn aber wirklich ängstigt, was er wirklich schlimm findet und unerträglich, ist halt so echte Folterinstrumente. Er meinte, dass man in so einer Burg in echt gesehen hat. Das hat ihn so schockiert und traumatisiert, er konnte damit einfach überhaupt nicht umgehen. Und das fand ich sehr interessant. Also mich stört das nicht so. Ich finde das immer eher spannend. Okay, also wir sind jetzt in diesem Durchgangsflur, in diesem großen. Und da werden wir von diesen Viechern scheinbar gejagt. Warte, ich könnte auch irgendwie. Ah, mit X kann ich ranzoomen, genau. Da werden wir von diesen komischen Säbel-Messer-Drehviechern gejagt, oder was das auch immer sind. Das heißt, wir können nach rechts weiter, wenn ich rausgehe. Rechts kann ich durch die Türen versuchen, weiterzukommen. Und gegenüber bei den könnten noch Wege in die Läden sein, die leider nicht markiert sind. Das finde ich ein bisschen scheiße. Also hier ist da nichts, keine Markierung ist. Okay, versuchen wir es. Gut, dass hier die Schusssichere. Ah! Ah, nein! Ich wollte mich umdrehen, das hat nicht geklappt. Game over. Gab es in anderen Teilen auch so Game over Screens? Ich kann mich hier gerade ehrlich nicht dran erinnern. Wir haben ja genau hier gespeichert. Ich vergesse immer, diesen geilen Turn zu benutzen. Das ist das Sinnvollste. So, nochmal. Nein! So. Geil. Da liegt so Fleisch rum. Ach, hier bin ich wieder. So, ich bin jetzt einfach zu einem Shortcut gelaufen quasi. Okay. Dann laufe ich mal so in diesem was auch immer weiter. Von hier bin ich gekommen, ne? Ich muss ehrlich sagen, das Sounddesign ist eigentlich das Schlimmste an den Games, also an allen drei. Also eigentlich hält man das recht gut aus, aber das Sounddesign und die Musik sind echt, boah. Ah, fucking hell. Ziehen aber auch viel ab, Manometer. Bam, so. Gut, dass ich diese Low-Health-Warnung eingebaut habe. So, ich habe keine Ressourcen. Ja gut, ich habe das Medikit verschwendet, aber sonst. Das heißt verschwendet, ich habe mich geheilt. Ich habe auch mehr als genug, ne? Ampullen. This is the stuff. It will wipe out all the pain and help recover my strength. Was heißt denn Equip? Als equipped, dass ich das quasi auf so einer Schnellweite-Taste haben kann. Ist ja egal, ich kann ja eh das Spiel pausieren die ganze Zeit. Ist mir echt lieber. Ist auch manchmal bei so Rollenspielen, da kann man Sachen manchmal auf so eine Schnell-Equip-Taste packen. Zum Beispiel Oblivion, da gibt es das ja auch. Da benutze ich das ja manchmal eigentlich nur für die Fackeln, dass man Fackeln an und aus machen kann auf einer Schnellweite-Taste. Aber eigentlich braucht man so Schnellweite-Taste in so Rollenspielen nie, weil du immer einfach dann auf pausieren und dann in Ruhe die Sachen dir raussuchen kannst. Deswegen ist das eigentlich immer ziemlich wurscht. Darum mache ich das eigentlich meistens sowieso nicht. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Ich glaube auch nicht, dass wir auf die andere Seite können. Denke ich. Es ist nur die Frage.
können wir denn dann hin? Was haben wir denn noch an Stuff? Ja, also wir haben diese Walnuss, die kriegen wir aber noch nicht auf. Schlüssel ist für ihr eigenes Haus. Diese William Shakespeare-Sachen brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, warum wir die noch haben. Sonst kein Hinweis, okay. Ist denn der Weg, wenn ich rauskomme, rechts, wo dann die Rolltreppen sind? Der ist ja jetzt rot markiert. Heißt das jetzt, dass ich noch nicht versucht habe, die zu öffnen oder dass es zu ist? Ja, egal, finden wir es raus. Ah, Motherfucker. Das ist einfach zugemauert hier. Aua. Okay, hier ist nix. Nein, scheiße! Das war die falsche Tür. Augenblick. Ich war doch da hinten. Aua. Jetzt werde ich sowas von sterben. Hä, hier war ich doch gerade. Das ist wieder der Typ. Okay, Moment, Augenblick. Erstmal gucken. Hier war ich schon, aber da oben war ich noch nicht. So, also genau in die Richtung. Bin durch die Schutzweste natürlich langsamer, wie wir bereits wissen. Aber eigentlich ging das bisher mal ganz gut. So, hier geht's eh nicht weiter, ne? Ich finde es schade, dass selbst in dem Teil sie Sachen immer noch nicht laut kommentiert, die man da liest, dass man es nur so hört. Hört. Eben nicht hört, dass man es liest, meine ich. Es ist die Frage, so, ich bin von dem Speicherpunkt ganz links zum Speicherpunkt ganz oben, also rechts oben gekommen. Das laufe ich gerade wieder zurück. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Da ist ja noch, da sind ja noch Tü. Ah nee, da kann ich ja gar nicht hin, die sind ja zu. Da komme ich ja gar nicht hin, da oben. Da unten, da wo das Telefon ist, da unten die Markierung. Und der Weg da ist wieder so mit diesem roten Strich markiert. Und diese Striche heißen, meine ich, diese dünnen Striche sind, glaube ich, immer dieses, dass es jetzt zugemauert ist, dass es ja quasi keinen Weg gibt. Das heißt, da unten links in den Flur kann ich gar nicht rein, weil. Ganz unten links, ich kann es mal näher zeigen. Hier ganz unten links, das ist ja ein Abgrund, da geht es nicht weiter. Da oben ist eine Wand und da ist eine Wand. Das heißt, da komme ich ja nicht rein. Das kann ich mir schon mal sparen. Und zurückrennen bringt, glaube ich, sowieso nichts, oder? Was noch mal hier mit den Türen? Da bin ich ja überall durchgekommen. Gab es hier noch eine Tür, die verschlossen war? Nee, hier nicht. Aber ganz oben in der dritten Etage ist halt das mit diesem Mond. Ich kann es nur nicht in Ruhe lesen. Das heißt, ich muss eigentlich dahin zurück und dieses große 2-Meter-Vieh wegballern. Geht nicht anders, weil sonst kann ich den Kram nicht in Ruhe lesen. Und dann muss ich ja irgendein Rätsel lösen. Irgendeins. So, was haben wir mit dem ersten Stock nochmal?
Dann bin ich ja die Leiter hochgeklettert. Da rechts kann ich nicht hin. Da war ich. Ja, ich glaube, ich muss jetzt dieses Mondrätsel lösen. Das heißt, ich muss wieder hoch. Das heißt, ich muss zurück zur Rolltreppe. Dann muss ich zurücklaufen. Oder? Wo ist denn die Rolltreppe? Die da unten kann ich nicht nehmen. Das Treppenhaus da ist zu. Da bin ich durch, zurück. Ganz hinten zurück muss ich dann. Nee. Ich muss ja den ganzen Scheißweg zurücklaufen. Weil da komme ich ja nicht. Scheiße. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Nein. So runter, links. Ja gut. Technisch gesehen muss ich nicht den ganzen Weg zurück. Ich kann mich eigentlich umdrehen. Und durch das Rondell durch. Dann muss ich wieder an diesen Klingenviechern vorbei. Und dann komme ich darüber. Das wäre der schnellere Weg. Aber ist auch der gefährlichere Weg. Also fuck it. Okay, ich gehe unten durch. Durch den Flur. Die nächste links. Dadurch. Okay, gut. Machen wir. Fucking shit. Ich richtig? Ja. Nein, das bedeutet doch, dass das E zu ist, ne? Ja. Also diese roten dünnen Striche heißen, versuch's gar nicht erst, das ist E abgeschlossen. Jetzt gehen wir wieder durch die Bäckerei. Jetzt gucke ich nochmal vorher. Also raus, links, die nächste rein. Durch. Rechts die erste da. Alles Klärchen. Lass mich mal schauen. Geradeaus und rechts. Hä? Nein! Was? Jetzt kann ich's wieder nicht sehen, ey. Scheiße. Ah, die kleine Tür daneben, toll. Ja. Es sind ja immer dieselben Soundeffekte, Leute. Das ist irgendwann auch nicht mehr gruselig. So. Speichere ich hier nochmal. Damit ich den ganzen Kram nicht nochmal machen muss. Und jetzt gehen wir wieder hoch und dann müssen wir jetzt dieses eine Fieder loswerden. Ich versuche mal, ob ich das doch ohne Licht. Ob ich das ein. Ey, dieses verfickte Kackvieh. Ah, das kommt hier nicht hin. Sieben, acht, neun, zehn. Elf, zwölf. So. 12 Schüsse und 1, 2, 3. 3 Tritte. Boah, Alter.
So, the doors are red crescent and a round dent. Something's written here in the same color red. Piling up the 300th day and night from beyond the door, cries of pain are heard. The final destination, haha, has become real, for not a blessed beginning. Das war's. Piling up a 300th day at night from beyond the door, cries of pain are heard. Fascinations become real for not blessed beginning. Oh. Ja gut, das ist jetzt kein... Das ist jetzt kein... Kann ich meinen Schlüssel nehmen? Das wäre jetzt natürlich sehr symbolisch, wenn es mit dem eigenen Haustürschlüssel da rein kann. Dieses Kette soll sie immer tragen, sagte ihr Vater. Oh, mein Fenster ist offen. Habe ich gar nicht gemerkt. Ich überlege nur gerade, weil hier so Motten reinkommen können. Hm. Alles klar. So, und dann reloaden wir erstmal die. Haben genug Muni, alles klar. Ja, okay, also damit kann ich noch gar nichts anfangen. Das hat sich ja dann überhaupt nicht gelohnt, hier hinzukommen. Was war hier nochmal? Hier habe ich den Schlüssel gefunden, mehr war da nicht. Ja, das war ja jetzt Zeitverschwendung. Was natürlich egal ist, weil ich ja zum letzten Load einfach zurück switchen kann. Ich muss ja gar nicht den ganzen Weg zurücklaufen. Ist nur die Frage, ob ich das nicht vielleicht doch sollte. Kann ich hier drüben, wo diese Säbel-Schwertviecher sind, wenn ich da rauskomme, runter, komme ich auf die andere Seite, da wo die Rolltreppen sind. Man hat immer so wenig Zeit zum Nachdenken, wenn man da ist. Ja, vielleicht kann ich von da aus die Rolltreppen weiter hoch und dann komme ich... Ja, wo komme ich dann hin? Was würde mir das bringen? Komme ich im ersten Stock da rechts raus. Boah, ich habe ganz ehrlich nicht mehr so viel Bock. Vielleicht spiele ich jetzt was anderes. Okay, da draußen hat irgendjemand geschrien. Hm. Ja, wir sind ja schon ein gutes Stück gekommen. Das Coole ist, ich kann ja einfach so zum letzten Load. Das wäre der Sports Shop. Und weil wir ja jetzt außer Muni zu verschwenden eigentlich nichts Sinnvolles gemacht haben. Mal, ob ich den save, kann ich den loswerden? Ja, ich delete den und überspeichere dafür den. So. Dann haben wir auch noch diese ganzen schönen Kapitel und sowas.
Gut. Ja, ich würde sagen, ich mache nächstes Mal weiter. So, diesem Psychoterror muss man sich mal so ein bisschen portionieren. Aber es ist schon cool. Bisher gefällt es mir eigentlich tatsächlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also ist eigentlich vom Vibe her ziemlich genauso wie die Vorgänger. Und gefällt mir auch ungefähr wie die Vorgänger. Also im Sinne von schon irgendwie cool und spannend, das macht auch Spaß, aber es ist auch manchmal ein bisschen zu viel von diesem Psychoterror-Gedöns und die Inszenierung ist einerseits richtig gut, aber andererseits auch mega awkward und weird. Das ist halt wirklich, alle Silent-Hill-Spiele sind so ein typisch, sind so ein zweischneidiges Schwert, so ein bisschen. Die sind immer, aber ich glaube, das Gute überwiegt. Ich bin zwar von keinem Spiel jetzt mega begeistert, ich finde nicht, dass das Meisterwerke sind und zu meinen Lieblingsspielen gehören sie auch nicht, aber ich finde sie insgesamt ziemlich nice und ich habe immer Bock zu wissen, wie es weitergeht, aber ich werde das jetzt nicht so lange am Stück spielen. Guck mal, eine Stunde reicht jetzt auch. Ich glaube, ich mache eine kurze Pause und könnte sein, dass ich dann gleich wieder da bin mit, keine Ahnung, ich habe irgendwie Lust, Schlacht um Mittelerde oder so weiterzumachen. Oder was ganz anderes. Ich weiß es ehrlich gesagt einfach noch gar nicht. Ja, whatever. Egal. Reicht erstmal. Danke fürs Zuschauen. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und mal sehen, vielleicht komme ich gleich nochmal wieder direkt für Leute, die gerade zuschauen. Ich brauche wieder eine kurze Pause, auch mal kurz die Kopfhörer abnehmen und sowas wie bei diesen ganzen Soundeffekten. Mein Kopf dröhnt so ein bisschen von heute, aber. Naja. Ja. Ciao.